liebe Anwesende, wir sind jetzt heute zusammengekommen. Ich durfte letztes Jahr schon das erste Mal mit dabei sein, als die Übergabe von dem Bild war, was Frau gemalt hat, zu den Nibelungenfestspielen. Wenn es auch dieses Jahr keine Nibelungenfestspiele gab, aber es gibt ein Bild, wir sind froh und dankbar drum, dass ich auch doch wieder einen stattlichen Betrag ergeben hat für die Ersteigerung des Bildes. 1600 Euro, die dem Tierheim zugute kommen, und das schon seit Jahren. Ich habe das zusammengezählt, was das im Laufe der Jahre war. Und richtig, richtig viel Geld, was zusammengekommen ist. Ich denke, wo drüber natürlich das Tierheim verwundert, auch sehr, sehr dankbar ist. Und dafür auch mich bei der Familie Redinger schon mitbekommen. Es war schon das erste Mal, dass sie ein Bild ersteigert haben. Das vierte Bild ersteigert haben. Also wir haben zu Hause natürlich schon ein kleines Atelier, wo sie die Bilder ausstellen können. Zeigt aber ja nicht nur, dass sie das Bild ersteigern, sondern sie wollen ja auch Gutes tun, denke ich, fürs Tierheim. Und das sieht man ja auch, die Verbundenheit zu den Tieren. Wenn jeder seinen eigenen Hund mit dabei hat, ist das eigentlich in Ordnung. Und zeigt also auch, dass es ihnen wirklich, wirklich schon geht, was Gutes für. Aber zum anderen natürlich kriegen sie was Tolles dafür, für das Geld. Genau, soll das nichts kriegen. Genau so. Sie kriegen ja was. Und das ist das Bild, sanfte Überwältigung heißt. Und sie taufen es immer nach den Nibelungenfestspielen, nach der Handlung der Nibelungenfestspielen und nach dem Titel von den Festspielen. Und da in der Anlehnung daran geben sie auch dem Bild den Namen, der Name ist schön, das Bild ist schön, darf sie alle herzlich beglückwünschen, so, zumal das Tierheim für die doch großzügige, sehr, sehr große Spende, sie für das neue Bild und das, was gut getan haben, und sie für ihre Kunst, die sie mit einbringen und damit auch was Gutes tun, auch das Tierheim. Herzlichen Dank. Wir können jeden Cent wirklich gut gebrauchen. Wir haben sehr viele Tiere, die krank sind, die alt sind, und da ist jeder Cent eigentlich gut aufgehoben. Und wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr trotz Corona doch alles so gut geklappt hat, auch dank der Sparkasse, dank dem Rathaus, das ja jetzt den Platz zur Verfügung gestellt hat, weil die Nibelungenfestspiele ja ausgefallen sind, und dass der Herr Rehlinger wieder so einen tollen Betrag jetzt an uns spenden wird und dafür das tolle Bild von der Frau Schildknecht bekommt. Da bedanken wir uns wirklich sehr. Vielen Dank. Ich möchte jetzt das Wort ergreifen im Namen meiner Frau und möchte mich zunächst mal bei allen Beteiligten, besonders bei der Familie Rehlinger, bedanken, dass sie wieder ein weiteres Bild, das vierte Bild, ersteigert haben. Man kann es nur nicht oft genug sagen. Wer macht das schon, da muss einer ein großes Herz haben. Ich danke der Sparkasse Worms, die das werbetechnisch sehr gut begleitet haben. Das ist durchaus nicht selbstverständlich für so eine solche Aktion. Und ich bedanke mich bei unserem Herrn Oberbürgermeister für die Unterstützung und dass es im Rathaus ausgestellt werden durfte. Gerade in solchen Zeiten, wo wir uns bewegen, ist es nicht immer einfach, für solche Aktionen zu werben. Und ich bedanke mich auch für alle, die früher schon mal ein Nibelungenbild erworben haben. Besonders auch bei der Frau Stache. Die hat das allererste Nibelungenbild ersteigert 2003. Das muss man sich mal überlegen, so lange geht die Aktion schon. Und jedes Jahr mit Mal zu Mal mit größerem Erfolg. Und seit vielen Jahren nur noch vierstellig, da wären wir enttäuscht, wenn es mal nur dreistellig wäre. Aber Gott sei Dank, wir sind stolz drauf, dass wir eine solche Summe zusammengebracht haben. Also es sind fast schon 30.000 Euro, die wir zusammen geschaufelt haben mit dem Nibelungenbild. Und da freuen wir uns, dass wir das dem Tierheim zur Verfügung stellen konnten. Und da sind wir, denke ich, alle zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Danke. So, ich darf noch dazu sagen, hier am Bild habe ich wieder ein paar Nibelungenkalender, was ich jedes Jahr mache, hinterlegt. Wer einen möchte, darf sich gerne einen nehmen. Das kriegst du mir. Nee, für nächstes Jahr, für 2021. Ich nehme schon nächste Bild drauf. Nee, das wäre toll. Noch nicht. Ich schicke dir das Foto vom nächsten Bild. Ist schon fertig? Wird aber schwierig, weil es ja keine Festspiele gab. Wo machen Sie Spiele dann?
Titel vom nächsten Jahr, wissen wir ja. Vor nächstes Jahr. Luther ist ja Luther. Luther ist ja ein Begriff bei uns. Ja, ja, ja. Da kann man sich ja was denken. Frau Schwann, was Sie da einfinden zu. Ja. Ich stand eh schön. Da muss man lachen. Das sieht man da auch immer noch. Wir machen so. Herr und Frau Rehlinger, Sie haben dieses Jahr das Bild ersteigert, die sanfte Überwältigung. Und wie wir gehört haben, ist es sogar schon Ihr viertes Bild, das Sie ersteigert haben. Was hat Sie eigentlich bewogen, die Bilder zu ersteigern? Weil wir fast hier heim und weil sie uns gefallen. Mhm. Sind ja wirklich toll, ne? Ja. Und sind Sie von Anfang an bei der Versteigerung dabei? Es fängt ja mit 500 Euro an. Ja. Und ist man dann aufgeregt, ob man es ersteigern kann? Setzen Sie sich dann ein Limit oder wissen Sie, dass Sie sich am Ende sowieso ersteigern? No, der muss kriegt. Mhm. Ja. Aber man ist dann froh, wenn man es dann ersteigert hat und man hat es im Besitz, oder? Aber jetzt ist wahrscheinlich genug, weil die Wände sind voll. Mhm. Sie haben es dann in der Wohnung, ne? Ja. Aber da kann man sich auch jeden Tag dann dran erfreuen. Genau so ist es. Ja, dann wünsche ich. Schöne Dreingabe zu der Spende. Ja, und Sie tun für die Tiere noch was. Genau. Und man sieht ja, Sie selbst haben auch die zwei, Mona und Honey. Also sind Sie ja sowieso tierlieb. Genau. Dann viel Spaß mit Ihrem schönen Bild. Danke. Natürlich heute wieder für das Tierheim und für dich, Christiane Gumber, du bist ja hier die Leiterin von dem Tierheim. Ja, die erste Vorsitzende. Ja, die erste Vorsitzende. Ja. Ist natürlich jetzt wieder heute eine tolle Sache. Ja, auf es jeden kommt Fall. Geld in die Kasse. Ja. Und das könnt ihr ja immer gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Also wir bedanken uns da wirklich sehr, dass die Frau Schildknecht das immer für uns macht. Und also 1600 Euro ist wahnsinnig viel Geld. Wir haben so viele Ausgaben und auch Corona hat uns natürlich auch getroffen, ist klar. Ja. Und die Spenden sind zurückgegangen und ja, jeder Cent ist wichtig und diese große Summe ist wirklich toll. Wir haben so viele kranke Tiere, alte Tiere, die dringend versorgt werden müssen. Und da kommt uns das mehr als gelegen. Ja, das also ist ganz toll. Plant es auch dafür dann ein? Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also entweder der Tierarzt oder wir haben auch Hundetrainer da für unseren ganzen schwierigen Hunde, die wir da haben. Da kommen immer externe Hundetrainer und da wird das 100% dafür verwendet. So eine tolle Sache. Also Frau Schildknecht, das ist ja super, weil Sie ja auch sehr tierlieb sind. Bin ich auf jeden Fall. Ja? Weil für Sie war das ja von Anfang an, dass Sie das im Tierheim spenden. Genau, das war halt die Idee und die ist gut gelungen. Ja. Wird auch gern angenommen und beziehungsweise es ist eine schöne Idee. Ja, ja. Auf bin jeden viel Fall. Ich beneidet die Idee, aber ich gebe sie nicht her, solange ich malen kann und ich auch dafür sorge, dass immer Bilder entstehen. Ja. Und wie sieht es eigentlich aus mit nächstes Jahr? Nächstes Jahr ist ja das Lutherjahr. Ja, das hilft für jemanden, der ein bisschen Interesse hat an dem ganzen Kram und künstlerisch ein bisschen verantwortlich ist, als Luther kann man ja in Bombs was machen. Also kann man sich auch nächstes Jahr wieder freuen auf ein Bild von Ihnen. Oh ja. Wenn das Gesundheit mitspielt, und gibt es bestimmt wieder. Das ist natürlich. Bei Tiere mache ich alles. Ja, für die Bilderwerber schön, fürs Tierheim schön. Sie haben auch einen wunderschönen Blumenstrauß bekommen. Ach, das ist so traumhaft. Schön. Wunderschön. Ja. Machen wir gern. Ja, das glaube ich. Genau. Vielen, vielen Dank für alles und hauptsächlich für die Leute, die hier arbeiten. Ja. Das ist ja der Witz. Ne? Könnte man noch viel mehr tun und wollen, aber ich hätte gern, das war ja nur ich wollte arbeiten hier, aber gesundheitlich ging es gar nicht. Ja. Und ich will das ganze Elend mit haben nehmen. Ja. Das ist, wenn ich irgendwo bin und sehe, was mit Tieren und so weiter und was mit den Tieren geschieht, mit den vielen Transporten, was da jetzt wieder abgeht, und das verkraftet ich nicht. Also ich muss Fernsehen aus, da muss alles ausgefüllt werden. Gell? Sie machen genug bei uns. Das ist aber genau, das ist ja schon mal so viel jeder, wert, was da Geld zusammenkommt. Ja. Also das ist ja wirklich. Trotzdem, es ist nie genug. Ja, aber trotzdem, aber wenn Sie es nicht machen würden, das würde fehlen. Kleinigkeit, ein Tropfen auf den heißen Aber Stein. Es ist trotzdem, ist ja aber es ist viel Geld. Ja, also ich finde, es ist viel Geld. Das ist ja fast trotzdem für Einzelpersonen halt. Ja. Gut, mein Mann hat die Arbeit und ich habe mein Hobby. Und dann geht es ja auch nicht. Ne? Ja. Und so weiter. Und zum Glück gibt es, wie sagt man, Mails und so weiter, wo man schön weitergeben kann gleich und dass es funktioniert. Genau. Genau.
Dann hier noch ein schönes Feiern. Danke. Danke. Hallo Frau Seidel, Sie sind von der Sparkasse Alzey-Worms-Ried. Ja, ja, Sparkasse Worms-Alzey-Ried. Ja. Und Sie sind der Herr Thiel. Von der Kultur- und Veranstaltungs GmbH. Ja, und Sie haben praktisch das ganze Bildersteigerung, das haben Sie ja alles mitverfolgt oder Sie haben das überhaupt mit initiiert? Wir haben es nicht mit initiiert, der Herr Schildknecht macht das ja alles. Er hat uns gefragt, ob wir bereit wären, das zu veröffentlichen, dass auch im Jahr ohne Nibelungenfestspiele eben eine Versteigerung stattfindet zugunsten des Tierheims in Worms. Und dann haben wir uns bereit erklärt, das auf unserer Homepage zu veröffentlichen und auch über Facebook da anzukündigen, dass eben die Leute bieten können für den guten Zweck. Ist ja auch eine gute Sache. Ja, also wir haben uns gefreut, dass wir da angesprochen worden sind und haben dann selbstverständlich Ja gesagt. Ja, eine gute Sache. Und Sie sind jetzt hier? Ja, stellvertretend sozusagen für die Nibelungenfestspiele, genau. Kultur- und Veranstaltungs GmbH. Normalerweise ist das Bild ja während der Nibelungenfestspielzeit im Heilspark, im Gastronomiezelt aufgebaut, wo man sich es eben anschauen kann und die Gebote abgeben kann. Da das dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, hatten wir Alternativen gesucht. Die haben wir auch gefunden und mit der Sparkasse zusammen auch hier mal ein Partner in dem Bereich, weil die Sparkasse ist bei uns auch schon langjähriger Partner bei den Nibelungenfestspielen. Wir haben so eine gute Möglichkeit gefunden, trotz Ausfall der Nibelungenfestspiele dennoch dafür zu sorgen, dass man wieder dieses Jahr mitbieten kann. Und das ist auch gut gelungen. Natürlich, ist eine gute Sache. Es ist auch ganz schön Geld wieder zusammengekommen. Es ist eine tolle Summe zusammengekommen. Ja. Und soweit ich gehört habe, gibt es für nächstes Jahr auch schon Ideen für ein Bild. Also geht die Aktion, denke ich, auch weiter. Also einfach tolle Sache. Eine rundum gelungene Sache. Genau. Dann auch hier viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Herr und Frau Cosenato, Sie haben auch schon Bilder ersteigert von den Festspielen. Und zwar auch zwei Stück. Zwei Stück. Ja. Die erste 2009 und die zweite 2013. Beide und? Schon Bilder von der künstlerischen Gelinde Schildeneck. Sehr schön. Und wir freuen uns, wir haben zu Hause und zwei schöne Bilder. Ja, glaube ich. Ja. Und haben Sie diesmal auch mitgeboten? Nein. Diesmal nicht? Nein. Weil wir waren in Italien die ganze Zeit und wir haben gesagt, wir lassen Platz für andere Leute. Ja. Und warum ersteigern Sie oder haben Sie sich die Bilder ersteigert? Wegen die Tierheim. Ne? Also Bild ist schon was schön, aber von der Spende von Tierheim war auch... War Ihnen auch wichtig? Ja. Ja. Ja, wir haben selber einen kleinen Hund und ja, wie gesagt, für ein gutes Zweck und ich finde es toll. Sie haben was Schönes, wo Sie sich immer anschauen können und das Tierheim profitiert dann wieder vom Geld. Ja, genau. Und wir haben immer den Nibelung zu Hause. Ne? Ja, genau, genau. Dann bleiben Sie gesund. Ja, danke schön. Und eine schöne Zeit. Ja, okay, danke. Ja, okay, tschüss, danke.